stattfinden, Lebensraum. Ich hoffe, Sie sind friedlich. Und jetzt bitte, meine Damen und Herren, ein Applaus für Lübeck! Der Delegation war außerordentlich beeindruckend, aber ich will mal sagen, das, was wir vorgeliefert haben, war schon auch eine tolle Nummer. Vielen Dank, liebe Freundinnen und Freunde der hanseatischen Lebensart, liebe Gäste und Besucher von nah und fern, liebe Lübeckerinnen und Lübecker. Es ist mir eine große Freude und der ganzen Stadt eine große Ehre, dass ich den Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland nebst Lebensgefährtin heute Abend hier begrüßen darf. Herzlich willkommen. Hoffmannstag. Das heißt, nicht nur dafür zu sorgen und daran interessiert zu sein, dass es dem Unternehmen gut geht und dem Unternehmer möglichst viel Geld zufließt, sondern das heißt auch Verantwortung zu übernehmen. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Stadt, in der man zu Hause ist, sich zu engagieren, einen Teil dessen, was man verdient hat durch unternehmerische Tätigkeit, auch zurückzugeben an die Gesellschaft, an die Gemeinschaft. Das ist hanseatischer Kaufmannsgeist. Und in diesen Zeiten der internationalen Finanzkrise könnten wir davon gerne etwas mehr haben. Ich hoffe, die Gäste aus nah und fern und vor allem auch die Lübeckerinnen und Lübecker genießen die 4 Tage, die vor uns liegen und freuen sich, dass sie hier sein dürfen und die Lübecker, dass sie Gastgeber sein dürfen. Ich wünsche Ihnen und uns allen wunderschöne Hansetage. Deshalb, meine Damen und Herren, ist es ein Glücksfall, dass der Holzentag in... ist der Hansetag. Das ist so beeindruckend. Dass der Hansetag in diesem Jahr nach Lübeck gegangen ist. Nach Lübeck, der Königin der Hanse. Wo, wenn nicht hier am Holzentor, ist diese Kraft der Gemeinschaft immer noch spürbar. Wo, wenn nicht hier am Holstentor, können die Mitgliedstädte der Hanse ein Band spannen, das in langer Tradition gewachsen ist und das weiter reicht als die Grenzen der Europäischen Union. Tjo, da bin ich, ne? Ich komme aus der Hansestadt, bin in der Hansestadt geboren und habe dort meistens gelebt, als wir noch kein einiges Deutschland hatten und ich vom Holstentor nur träumen konnte. Und heute stehe ich als Präsident dieses großen, schönen Landes hier vor diesen wunderbaren Menschen und vor diesem Tor und bin glücklich, mit Ihnen den 34. Hansetag begehen zu können, Herr Ministerpräsident. Herr Bürgermeister, Frau Stadtpräsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein schöner Tag. Also ich habe vergessen, wie die Hansestadt hieß, aus der ich komme. Es ist weder Hamburg noch Königsberg, sondern Rostock. Ich freue mich, dass meine Heimatstadt in ein paar Jahren auch Gastgeberin sein kann. Also, wenn ich Sie heute treffe, dann muss ich ja sagen, liebe Hanseatinnen und Hanseaten im In- und Ausland, kaum eine mittelalterliche Institution ist im öffentlichen Bewusstsein heute noch so präsent wie die Hanse. Und hier in Deutschland haben Fahrzeuge aus Bremen, aus Lübeck, aus Hamburg und zu meiner besonderen Freude auch wieder aus Rostock, Greifswald und Wismar und Stralsund ein stolzes H auf ihrem Autonummernschild. Das wirtschaftliche Netzwerk der Hanse reicht im 16. Jahrhundert, wir haben das schon gehört, von Novgorod über Visby bis London und La Rochelle.
Lübeck war das Zentrum und die Lübecker nannten sich damals stolz Caput, das Haupt dieser Hanse. Diese Stadt war damals das entscheidende Drehkreuz für den Handel zwischen Nord- und Ostseeraum. Lübeck hat die Hanse geprägt und die Hanse Lübeck. Und dieser hanseatische Geist, der lebte dann fort in den Werken Thomas Manns, der wie zwei andere Nobelpreisträger, Willy Brandt und Günter Grass, eng mit dieser Stadt verbunden ist. In alter Zeit fanden mehr als zwei Drittel der historischen Hansetage hier in Lübeck statt. Damals hießen die Zusammenkünfte Tagfahrten. Und es ging für die Gesandten darum, zu einer Einigung zu gelangen oder Beschlüsse zu fassen. Heute sind Hansetage Orte der Begegnungen in Europa. Hier tauschen Menschen aus 181 europäischen Städten ihre Erfahrungen aus. Hier werden gemeinsame Projekte angestoßen, etwa für eine saubere Ostsee oder zum europäischen Binnenmarkt. Und damit ist der Hansetag ein wichtiger Beitrag zur kommunalen Zusammenarbeit, zum Zusammenhalt in Europa. Und es ist schön, dass nationale Grenzen jedenfalls in der Regel keine Hindernisse mehr sind. Wie schon die Hanse von damals, illustriert die Hanse von heute den Nutzen von Zusammenarbeit. Handels- und Wirtschaftskontakte zu stärken, ist so wichtig wie der kulturelle Austausch. So gibt es hier eine Kooperationsdatenbank für Unternehmen aus den Hansestädten, ebenso wie ein Projekt, das die Jakobspilgerwege im Hanseraum erforscht. Ein weiteres schönes Beispiel ist die Arbeit der Jugendhanse, wo junge Menschen aus verschiedenen Ländern während der Hansetage zusammenkommen. Die Hanse war damals ihrer Zeit voraus. Sie bevorzugte diplomatische Lösungen von Konflikten. Die Hanse trug dazu bei, dass ein gemeinsames europäisches Erbe entstehen konnte, in Wirtschaft, in Kultur, in Verfassung und Recht. Natürlich nicht sie alleine, aber sie hat zusammengewirkt mit den anderen kulturell und institutionell gestaltenden Institutionen, die es in den Städten von damals gab. Und jede Generation heute steht vor der Aufgabe, sich dieses Erbe und diese Traditionen anzueignen und bewusst. Meine Damen und Herren, ich freue mich darüber, dass hier in Lübeck ein europäisches Hanse-Museum entsteht, das einen differenzierten Blick auf die Geschichte der Hanse werfen wird. Verbunden mit dem Wissen um das gemeinsame Erbe ist die Erkenntnis, dass die europäische Integration ein Leben in Frieden und Freiheit, in Sicherheit und Wohlstand ermöglicht. Ein demokratisches und friedliches Europa, wir sind vorhin daran erinnert worden, ist keine Selbstverständlichkeit. Das machen wir uns in diesem Jahr zum Beispiel dadurch bewusst, dass wir daran denken, dass vor 100 Jahren in Europa der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist. Und auch der Blick in das ganze vergangene Jahrhundert zeigt uns die Wechselfälle der Geschichte, den Hass, das Blutvergießen und all das zerstörerische Wirken von Menschen und menschlichen Zusammenschlüssen, die unser Europa verwüstet haben. Und deshalb meine herzliche Bitte, nehmen Sie an dieser Wahl teil. Und wenn ich nachher hier nach Hause gehe und durch den Gang gehe, dann werde ich noch einigen zurufen, die so skeptisch gucken. Wenn ihr nicht geht, dann werde ich euch im Traum erscheinen. Meine Damen und Herren, seit vor 34 Jahren so etwas wie ein neuer Verbund der alten Hansestädte wieder existiert, hat sich Europa sehr stark gewandelt. Denken Sie einmal an die Osterweiterung der Europäischen Union. Dieses nun schon historische Ereignis liegt jetzt 10 Jahre zurück. Damit sind die heutigen Hansetage auch ein Forum des Dialogs zwischen Städten aus langjährigen Mitgliedstaaten und aus neuen Mitgliedstaaten und auch aus Ländern, die der Europäischen Union nicht angehören. Ich möchte Sie alle dazu ermutigen, den Dialog, den Sie begonnen haben, den kulturellen Austausch fortzuführen, damit die Partner auch weiterhin von den Erfahrungen des jeweils anderen profitieren können. Danke schön.
zum Finale. Karl Orffs Schlusschor der Carmina Burana mit den Chören Lübecks und dem Hanse-Orchester mit Professor Bernd Ruf.